Sozialversicherung wollen wir nicht. Wir schützen im Sozialpolitischen Ausschuss vor allen Dingen unsere Arbeitnehmer auch vor den negativen Folgen der Globalisierung, der auch ganz aktuell zu den Interessen, gegen die wir im Europäischen Parlament, 9 sind wir im Moment, wir waren 99 schon auch mal 10, also das ist durchaus steigerungsfähig, möchte ich sagen, dass wir praktisch als CSU-Europagruppe einzigartig eine Region in Europa in den Vordergrund rücken. Wir sind nämlich im Gegensatz zu allen anderen Parteigruppierungen Vertreter von Bayern, reine Vertreter von Bayern. Und ich denke, den hohen Stellenwert, den der Freistaat Bayern in Brüssel und auf europäischer Ebene genießt, das ist auch ein bisschen unser Verdienst. Denn alle anderen Abgeordneten, alle anderen Parteien kommen über Bundeslisten. Und wir sind die Einzigen, die eine reine bayerische Liste haben. Und deshalb bitte ich Sie auch als Altbayer um Ihre Stimme für ein starkes Bayern in Europa, auch ein starkes Bayern im sozialpolitischen Bereich. Glauben Sie nicht allem, was Ihnen von anderen Seiten gesagt wird. Wir haben die soziale Kompetenz in Europa. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ich gehe nochmal zu Dr. Markus Schörler. Ich habe gerade nämlich